Hey Leute, hey Yogis, willkommen zur kleinen kurzen Yoga-Mobility-Stunde heute. Wir wollen versuchen, möglichst viele Dinge anzusprechen, die wir am besten jeden Tag machen sollten, um unsere Gelenke, Muskeln, Gliedmaßen einfach frisch zu halten, gesund zu halten. Nicht allzu anstrengend, aber so, dass du dich wirklich auch gut fühlst, dass du dich ein bisschen in allen Körperbereichen bewegt hast, dass du dann am Ende deiner Stunde ein bisschen dich frischer fühlst, ob du es jetzt am Morgen zum Aufmachen machst oder vielleicht nach der Arbeit, nach einem langen Tag im Sitz. Also schau einfach, was dir gut tut. Geh so weit, es sich angenehm anfühlt. Wir starten im Sitzen. Komm einmal für einen Moment hier in den Fersensitz gerne, gerne auch auf einen Block vielleicht oder die Knie etwas polstern. Nur einen kurzen Moment hier zum Sammeln, die Augen gern schließen. Tief durchatmen, schaff dir ein bisschen Länge im Rücken, schließ dich ein bisschen hier von der Außenwelt ab. Versuche ein wenig diesen Atemfluss durch die Nase zu finden. Die Gedanken nach innen zu lenken. Und anzukommen. Und für die nächsten paar Minuten ganz für dich zu sein. Wenn sich ein bisschen der Fluss aufgebaut hat hier. Öffne die Augen. Komm langsam ein wenig hier wieder in den Raum zurück. Wenn du magst, fang an, ein bisschen an, die Hände zu bewegen, ein bisschen die Schultern auszukreisen, ein bisschen dich zu lockern. Wo auch immer es sich gerade gut anfühlt. Sehr schön. Und dann kommen wir mit den Fingerspitzen auf die Schultern, lassen einmal die Ellbogen weit kreisen. Machen uns ein bisschen frei, schaffen uns ein bisschen Mobilität dort. Sanfte Bewegung in deinem Tempo. Vielleicht mal die Richtung wechseln. Du kannst auch gerne einzeln mit den Armen, mit den Ellbogen kreisen. Versuche aber die Bewegung weiträumig zu machen, soweit es eben für deinen Körper möglich ist. Sehr gut, und dann löse langsam. Hände zur Seite, Arme einmal nach vorne, fang an ein bisschen zuzugreifen, Unterarme, Hände ein bisschen aufzuwärmen und mach das Ganze schön aktiv, also das Spreizen, als ob du Wasser von den Händen weg spritzen möchtest und das Greifen, als ob du einen Teig vielleicht knetest. Gut, und dann lass die Handgelenke ein bisschen kreisen, ein bisschen lockern, ein bisschen auch hier frei werden. Sehr gut. Und dann schüttel nochmal aus. Und dann atme einmal zur Decke ein, mach dich nochmal ganz lang hier. Halt den Bauch ein bisschen innen, Handflächen zueinander. Ausatmen über die Seite tief. Zwei mehr davon. Einatmen zur Decke. Streck die Finger weit. Lass den Blick vorne. Ausatmen wieder tief. Und noch einmal lang. Schön die Wirbelsäule strecken, Schultern ein bisschen tief halten. Und dann ausatmen, wieder tief. Sehr gut. Komm auf die Matte mit den Händen. Vierfüßlerstand. Stabilisier dich. Handgelenke sind unter deinen Schultern, Knie etwa hüftbreit geöffnet. Und dann atmen wir ein und schieben uns einmal schön lang in den Kuhrücken, schaffen ein leichtes Hohlkreuz. Und dann atmen wir aus und ziehen uns einmal in den Katzenbuckel. So eine schöne Bewegung hier. Wie in den vielen Yogastunden bei mir. Einmal auseinanderdrücken. Schulterblätter auseinanderziehen und dann im Wechsel einatmen lang und ausatmen rund. Einatmen lang, ausatmen rund. Sehr schön. Zwei mehr, schön den Druck über die Hände. Einatmen lang, hebt gerne leicht den Blick etwas mehr. Ausatmen rund. Und noch einmal lang ein. Und ausatmen rund von hier, halte einen Moment nochmal, zieh das Kinn auf die Brust und dann öffne leicht die Knie, leg die Zehen zusammen und zieh nach hinten in dein Kind, in die Kinnposition. Öffne leicht die Arme, etwa mattenbreit und dann spreizt die Finger weit auseinander und dann ziehen wir uns auch hier aktiv und schaffen uns ein bisschen Mobilität und Dehnung in den Schultern. Das Gesäß hinten auf den Fersen, leg vielleicht die Stirn auf die Matte und dehne und strecke die Flanken. Die Schultern, der Nacken bleibt locker.
Atmung fließt immer noch tief durch die Nase. Schau, dass du genau den Punkt findest, wo du Gesäß und Fingerspitzen so weit wie möglich auseinanderziehen kannst, ohne dass sich etwas von ihrem Anker auf der Matte oder in den Fersen löst. Sehr schön. Und dann nehmen wir uns unsere Seitstreckung mit, wandern mit beiden Händen nach rechts zur Mattenkante, leg die linke unter die rechte Hand und dann ziehen wir unsere linke Flanke auseinander. Du kannst hier gerne so bleiben oder du kannst auch mit der rechten Hand deine linke Armseite so ein bisschen fassen und dich so ein bisschen länger noch ziehen. Linke Schulter etwas schwer machen. Und komm zurück zur Mitte und mach das Gleiche auf der anderen Seite. Wandere nach links, leg die rechte gerne unter die linke Hand. Vielleicht greifst du nochmal hier so ein bisschen den rechten Trizeps. Ziehst dich etwas länger und atmest ein bisschen in die rechte Seite deines Oberkörpers, in den Rippenbogen, in die Lunge dort hinein. Sehr schön. Und dann komm auch hier wieder zurück zur Matte, zur Mitte. Mach dich nochmal lang im Kind, schieb dich nochmal auseinander. Atme nochmal tief ein. Tief aus. Und dann löse den Druck, komm über den Sitz wieder zurück auf die oder in die Länge. Schließ die Knie, einen Moment nachspüren, vielleicht nochmal kurz nachkreisen, ein bisschen nachspüren. Körper wird wärmer, geschmeidiger, angenehmer. Und dann komm zurück in den Vierfüßlerstand auf die Matte. Hände vorne, Knie hinten. Sehr schön. Und dann wollen wir kurz in den Stütz kommen. Hebt langsam eure Knie an der Matte. Streckt dich weit hier. Schultern über den Handgelenken. Starken Druck. Bauch fest. Wenn du anfängst durchzuhängen, lass natürlich gerne die Knie auf der Matte. Oder vielleicht, wenn deine Handgelenke ein bisschen geschont werden sollen, wollen. Sehr schön. Genieß den Stütz für einen Moment. Du kannst noch mal so ein bisschen hin und her schieben. Für deine Handgelenke vielleicht ein bisschen Dehnung finden. Vor, zurück. Vielleicht auch sogar ein bisschen kreisen, wenn es dir angenehm ist. Aber achte darauf, dass die Bewegung nicht schmerzhaft wird. Vielleicht ein bisschen unangenehm, ja. Aber nicht schmerzhaft. Gut. Von hier nimm noch eine tiefe Einatmung. Und dann bring die Knie auf die Matte. Und dann rollen wir bewusst einmal vom Becken, Bauch bis zum Kinn auf die Matte ab. Komm in den langen Körper, zieh die Füße nach hinten und finde ein bisschen hier unsere Länge im Oberkörper. Stirn vielleicht kurz auf die Matte, Hände neben dem Herzen. Und dann finde eine sachte Kobra. Hier atmen ein, nicht zu hoch, nicht zu tief. Roll die Schultern zurück, drück die Ellbogen in die Seite. Vielleicht ziehst du ein bisschen oder drehst ein bisschen mit den Fingern nach außen. Schaffst ein bisschen Raum, atmest in dein Herz. Brustkorbbereich hinein. Atme es aus, tief. Sehr gut. Von hier öffne einmal die Finger nach außen, wie kleine Spinnenhände. 10 Finger aufsetzen. Und dann wieder langsam hochrollen in die Spinnenkobra. Etwas mehr Platz schaffen. Und dann ziehst du dein Herz noch etwas mehr nach vorne durch. Rollst die Schulter noch etwas weiter nach hinten. Füße leicht nach innen fallen lassen. Und dann lässt du das Ganze so ein bisschen pulsieren hier. Einatmen, heben, ausatmen, senken, einatmen, heben, ausatmen, senken. Schau, dass es im unteren Rücken nicht unangenehm wird. Atme nochmal ein und aus. Und dann ein letzter Schub, nochmal Finger stark, Herz vor, atme ein, ausatmen, tief, roll dich ab, nimm den Druck auf, sehr gut. Komm mit den Händen wieder neben dein Herz und dann finden wir einen kleinen Twist in der Kobra. Atme ein, roll dich hoch und dann zieh die rechte Schulter etwas zurück und schau gern dem Arm der Schulter hinterher. Du kannst flacher bleiben, du kannst höher gehen, wie es dir angenehm ist. Atme nochmal hier ein, ausatmen tief. Zur anderen Seite, öffne langsam die linke Brust, twist den Kobra nach links, halte für einen Augenblick, Ellbogen immer noch in den Seiten, letzter Schub hier, atme ein, ausatmen tief. Nochmal zur Mitte, gerade Kobra, so hoch du magst, atme ein und dann ausatmen, tief zurück und dann mit den Händen Druck, schieb dein Gesäß nach hinten ins Kind und dann von hier schieb dich langsam lang über den Vierfüßler, Füße aufstellen, herabschauender Hund
und wir strecken uns einmal lang im Gesäß nach hinten. Gut. Im herabschauenden Hund, wenn du ihn kennst, beweg dich, wie es dir jetzt gerade gefällt. Ein bisschen weich werden, ein bisschen schieben, große Hände machen, Fersen leicht treten lassen, vielleicht lass die Knie etwas gebeugt, dass du ein bisschen mehr den Rücken strecken kannst. Sehr gut. Komm mehr und mehr hinein in dieses Dreieck über der Matte und dann halte da immer das linke Knie gebeugt und streck die rechte Ferse tief, ein bisschen Dehnung in der Wade schaffen. Schau, dass du vielleicht so tief drückst mit der rechten Ferse, dass die rechten Zehen sogar ein bisschen heben vom Boden. Sehr schön. Und dann absetzen und die andere Seite, linke Ferse tief, rechte Ferse bleibt ein bisschen in der Luft. Gehst Dehnung in der linken Seite von der Kniekehle runter bis zur Achillessehne, bis zur Ferse. Sehr schön, noch hier ein letzter Schub. Und dann wieder lösen, nochmal ein bisschen austreten. Vielleicht kommst du etwas tiefer mit den Fersen oder schau auf deine Wirbelsäule. Wenn du merkst, du wirst ein bisschen rund, dann beug die Knie, schieb mehr mit dem Gesäß nach oben und schieb den Bauch auf die Oberschenkel. Atme nochmal tief ein. Und dann schauen wir nach vorne und wandern zwischen die Hände. Schritt für Schritt an den Anfang der Matte. Lass dir ruhig Zeit, öffne leicht die Füße. Dort angekommen, Hände zum Schienbein und dann die schöne halbe Vorbeuge wie ein L, streck dich auseinander. Schaff dir auch hier ein bisschen Länge im Oberkörper, wieder wie eine Perlenkette, die du auseinander schiebst, so ein bisschen zwischen den einzelnen Perlen ein bisschen Raum schaffen, in deiner Wirbelsäule, in den Gliedern deiner Wirbelsäule. Herz vor, Blick leicht nach unten, Gesäß zurück, atme nochmal tief ein. Und dann große Vorbeuge, beug die Knie leicht an, Bauch auf die Oberschenkel, Hände kommen zum Boden, vielleicht auf einem Block zur Hilfe. Und dann fall so ein bisschen tief mit dem Herzen, mit der Stirn und häng dich ein bisschen aus, greif vielleicht deine Ellbogen. Wenn es sich angenehm anfühlt, kannst du so ein bisschen wippen hier, du kannst auch so ein bisschen leicht pendeln, aber vor allem wollen wir auch hier wieder ein bisschen stabil stehen und die Länge aufbauen für den unteren Rücken und für die Beinrückseiten. Sehr gut. Dann komm wieder mit den Händen zur Matte. Komm wieder in die halbe Vorbeuge, streck dich nochmal weit. Und dann tiefe Vorbeuge, atme aus. Sehr schön. Von hier kommen wir an einen kleinen Twist. Komm wieder langsam mit der linken Hand ein bisschen zur Matte, ein bisschen nach rechts, vor den rechten Fuß. Das linke Knie beugen wir, das rechte Bein strecken wir. Auch hier kannst du natürlich gerne einen Block nutzen unter der linken Hand, um dir ein bisschen mehr Raum zu schaffen. Und dann schaff dir ein bisschen Streckung in der Wirbelsäule und öffne den rechten Arm zur Decke. Dreh dich auf und denk dran, in einem Twist immer aus der Länge deiner Wirbelsäule erst arbeiten, Herz ein bisschen vorschieben und dann öffnest du vielleicht noch etwas mehr hinein in diese Drehung. Machst die rechte Hand groß, streckst das rechte Bein lang. Atme es nochmal tief ein, etwas mehr Schub und dann aus und sanft eindrehen über die große Vorbeuge zur anderen Seite. Rechte Hand vor den linken Fuß oder auf einen Block, linkes Knie strecken, rechtes Knie beugen und dann den linken Arm langsam zur Decke. Schaff dir Streckung im Rücken und öffne den Blick vielleicht zur Seite oder sogar nach oben, wenn es für deinen Nacken angenehm ist. Linke Beinrückseite etwas mehr Länge. Herz ein bisschen rausdrücken. Schau, dass die rechte Hand nicht zu schwer ist. Atme auch hier nochmal tief ein. Und ausatmen zur Matte tief. Kopf zu Fuß, sehr gut. Halbe Vorbeuge zur Entlastung. Streck dich nochmal weit. Und dann tiefe Vorbeuge, atme aus. Beug die Knie, Hände zu den Oberschenkeln und dann mit einem langen Rücken und starken Fersen. Steh vorsichtig auf in den Berg. Atme ein zur Decke. Lange Finger. Und dann Namaste, atme aus. Wunderbar. Komm einen Moment zum Stehen. Sammel dich nach den langen Vorbeugen. Und dann gehen wir wieder hier in die Schultern. Langer Rücken, lange Wirbelsäule, Arme fallen zur Seite. Und dann lass einmal kreisen. Einatmen, rechter Arm hoch, große Hand. Und dann kreise über die linke Seite wieder nach rechts tief. Andere Seite. Linke Arm ein, schau vielleicht der Hand hinterher und dann kreise tief aus. Schön für die Schultern, Mobilität. Zwei Runden davon mehr. Atme ein rechts, ausatmen tief. Atme ein links, ausatmen tief. Rechts ein,
Aus tief. Links ein. Aus tief. Sehr gut. Aufpassen. Beide Arme in die Luft. Atme ein. Und dann bringst du langsam außerdem die Hände in den Hinterkopf. Bringst ein bisschen Druck leicht nach hinten mit dem Hinterkopf in die Finger. Kannst die leicht verschränken. Und dann öffne die Ellbogen schön zur Seite. Schau, dass du dein Becken nicht vorschiebst, sondern Bauch festhältst und so ein bisschen die Ellbogen drücken und schieben lässt. Ein bisschen den Brustbereich und deine Wirbelsäule gleichmäßig lang hältst. Die Dehnung ein bisschen genießt, nochmal in der Frontseite der Schulter. Gut, nimm noch einen letzten Schub. Ellbogen noch etwas freier, etwas weiter zurück, den Kopf. Und dann löse langsam Ellbogen zurück zur Mitte, Arme tief, atme ein zur Decke. Und ausatmen zum Herzen. Wunderbar. Komm langsam wieder in den festen Stand. Atme zur Decke ein. Wir kommen yogisch zur Matte. Große Vorbeuge, atme bewusst aus. Hier beug gern die Knie, wenn du runtergehst. Und erst wenn die Hände die Matte berühren, streckst du die Beine länger auseinander. Halbe Vorbeuge. Und dann von hier steig zurück. Linker Fuß nach hinten. Komm in den Sprinter, versetze leicht die Füße, beug das rechte Knie schön Richtung 90 Grad. Fingerspitzen oder Handflächen absetzen. Fang an hier so ein bisschen zu wippen, auch hier schaffen wir ein bisschen Mobilität. Linke Hüftbeuge ein bisschen in der Dehnung, in der Streckung, in der schönen Atmung natürlich weiter bleiben. Gut, und dann setzen wir sachte, achtsam das linke Knie auf die Matte, polster es gerne ab, linken Fuß ausgleiten. Und dann komm mit dem Schritt noch etwas länger auf die Matte. Komm mit den Händen auf den Oberschenkel. Kleine Hüftbeugerdehnung im Halbmond. Hier drück dich hinein. Sinke noch etwas tiefer. Wer mag, hebt den linken Arm zur Decke. Streckt sich weit. Streckt sich ein bisschen frei. Aber lass die Wirbelsäule lang und denkt an die Hüftbeuger wollen tief hier in die Dehnung. Schieb so ein bisschen die inneren Beine zueinander. Gut, wer mag, hebt den rechten Arm nochmal mit für den vollen Halbmond. Du kannst eine leichte Rückbeuge finden, wenn du vielleicht schon länger Yoga machst. Atme nochmal tief ein und dann aus. Atme Hände auf die Matte. Kleine Gegenstreckung für den halben Spagat hier. Rechte Ferse aufsetzen, Finger so ein bisschen vorne einrahmen, deinen Fuß, deine Ferse. Vielleicht auch auf hier zwei Blöcke nutzen, dass du so ein bisschen mehr Höhe hast. Und dann schau, dass die Hüfte auf einer Linie ist hier, dass du nicht rauskippst auf einer Seite. Und dann fangen wir ein bisschen an zu schieben. Hier einatmen, Knie beugen, Herz ein bisschen nach vorne. Und dann ausatmen, wieder ein bisschen mehr strecken und Herz ein bisschen tief. Einatmen vor, ausatmen tief, so ein bisschen für die rechte Beinrückseite, ein paar Mal mehr. Gerne so weit hineinkommen, dass du etwas spürst in der rechten Bein Rückseite, ein bisschen Mobilität, bevor wir etwas tiefer gleich dehnen. Ganz wichtig hier, geschmeidig zu bleiben in den Beinrückseiten, was uns hilft auch, gesund zu bleiben im Rücken. Häufig der Grund für Rückenschmerzen oder ein bisschen Probleme dort sind einfach ein bisschen feste Beine oder fehlende Mobilität, Flexibilität in den Rückseiten der Oberschenkel. Gut, letztes Mal vor. Letztes Mal zurück und dann halte noch mal einen Augenblick. Du kannst noch mal einatmen, etwas mehr strecken, ausatmen, etwas tiefer sinken mit dem Herzen. Nochmal schauen, dass du die Hüfte stabil hältst. Fuß flext, ganz wichtig. Zehen zeigen zur Decke. Und dann löse langsam, beug das rechte Knie. Komm zurück hier über deinen Stand. Beide Füße nebeneinander, halbe Vorbeuge, atme ein. Tiefe Vorbeuge aus und dann steig mit dem linken Fuß zurück, mit dem rechten Fuß zurück, andere Seite natürlich. Einmal noch hier in den Sprinter. Linkes Knie vorne schön beugen, Hände rahmen wieder den Fuß ein. Finde diesen schönen 90 Grad Winkel hier und dann fang an ein bisschen zu wippen, ein bisschen zu lockern, ein bisschen dich zu dehnen in der aktiven Bewegung. Gut, und dann kommen wir auch hier sanft mit dem rechten Knie auf die Matte. Lass dir Zeit, ausgleiten, vielleicht polstern. Und dann mach den Schritt etwas länger, meistens ist man ein bisschen eng. Aber schau auch, dass du nicht zu weit weg bist. Sprunggelenk über dem Knie, andersrum, Knie über dem Sprunggelenk. Und dann langsam Hände auf den Oberschenkel. Und dann drück dich so ein bisschen mehr hinein. Schau, wo vielleicht ein bisschen fest ist, wo du die Dehnung besonders spürst.
dann lauf nicht davon weg, sondern geh wirklich tief in diesen Punkt hinein, atme dort deine schöne Energie, transportiere mit der Atmung den Sauerstoff in deine Blutkörperchen, die sie dann weitertragen in die Bereiche, die wir treffen wollen. Rechten Arm zur Decke, linke Hand bleibt auf dem Knie und öffne dich ein bisschen und schieb dich ein bisschen hinein. Sehr schön. Und dann vielleicht, wenn du mehr möchtest, linken Arm nochmal mit dazu. Nicht unbedingt wichtig, aber wenn du dich ein bisschen strecken möchtest, atme nochmal tief nach oben ein. Und dann Hände tief zur Matte. Komm langsam in den halben Spagat. Linke Ferse setzt auf. Linke Hüfte schiebt zurück. Finde hier so ein bisschen deinen Punkt, dass du mit den Händen dich ein bisschen stützt. Und dann lassen wir die Bewegung auch hier ein bisschen fließen. Einatmen, beug dich vor, schieb so ein bisschen dein Herz mit auf dem Oberschenkel, halt ein bisschen Kontakt. Und wieder langsam strecken in der linken Beinrückseite. Einatmen, beugen. Ausatmen, strecken. Mach das für dich. Du kannst es langsamer machen. Du kannst es gerne im Fluss deiner Atmung machen. Hauptsache, du triffst ein bisschen diese Dehnung und die Mobilität. Manchmal halten wir Dehnungen länger, wie im Yin-Yoga. Manchmal bewegen wir uns ein bisschen dabei. Immer ein bisschen variieren, wie du dich bewegst. Das ist das Schöne an unserer Yoga-Praxis. So komplex, so verschieden, so viele Übungen und Bewegungen und Positionen, die wir nutzen können, die jede für sich ihre eigene kleine Magie mit sich bringt, um dich gesund und frisch und flexibel und stark zu halten. Und letztes Mal lang und dann halten wir. Schieb dich nochmal auseinander, kannst nochmal ein bisschen versetzen, nochmal einatmen, etwas mehr das Herz heben, etwas mehr strecken im Rücken. Und schau, wie tief du gehen möchtest, wie tief du gehen kannst, bis du die Dehnung ein wenig vertiefst in der linken Beinrückseite. Leichtes Zittern ist okay. Flex die Zehen. Atme weiter, auch wenn es intensiv ist für dich. Gut, und dann ein letzter kleiner Schub. Und dann beugt das Knie wieder, lass dir Zeit. Diesmal aus dem gebeugten Knie steigen wir zurück ins Brett. Einen Moment nochmal hier stützen. Und dann komm ausatmend tief zur Matte. Komm vor einem Moment nochmal hier in die Cobra. Genieß den kleinen Flow. Und dann ausatmen, herabschauen, der Hund wieder zurück. Uff, langsam steigt man in die Luft. Gut. Mach dich frei, mach dich lang. Und dann wandern wir von hier mit den Händen zurück. Öffnen die Füße beim Zurückgehen. Und wollen uns einmal in den Yoga-Frosch setzen hier. So wichtig, diese Grundhaltung einzunehmen. Und wenn du Schwierigkeiten damit hast, gerne einen Block nehmen. Du kannst ihn wieder unter das Gesäß setzen, um dir ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Oder wenn du merkst, dass deine Fersen in der Luft sind, was gerne geht, was ich vielen Leuten empfehle, die vielleicht nicht ganz diese Mobilität noch schon haben in ihren Sprunggelenken. Fersen auf ein Handtuch, dann hast du eine schöne Polsterung und dann kannst du dich ein bisschen besser erden auf deinen hinteren Füßen. Gut, schau, dass die Füße auch breit genug sind, nicht zu eng stehen. Arme so ein bisschen in den inneren Knien, Herz ein bisschen vor und dann halt einen Moment. Du kannst auch hier so ein bisschen wippen, dich ein bisschen locker machen und dann nimm wahr, wo es dir schwierig fällt. Ist es in den Knien, ist es in der Hüfte, ist es in den Sprunggelenken? Und dann atme diese Punkte hinein und mit jedem Mal, wenn du diese Übung hier tust, den Frosch tust oder überhaupt deine Yoga-Praxis ausführt, umso einfacher wird dir auch diese Übung fallen. Ganz natürliche Körperhaltung, normalerweise nur durch das lange Sitzen im Stuhl oder durch die Bewegung, die uns vielleicht fehlen im Alltag, sind wir zu steif geworden oder sind viele Menschen einfach zu steif geworden, um diese hier einzunehmen. Deswegen arbeite für dich, dass du wirklich diese Grundmobilität für dich wieder schaffst und dass es dir dann auch im Alltag hilft. Ob du jetzt im Garten sitzt, deine Arbeit verrichtest oder dich nach unten beugst, um etwas aufzuheben. Gut, von hier wollen wir eine kleine Öffnung finden. Linke Hand tief, so ein bisschen vor den linken Fuß. Öffne den rechten Arm zur Decke, nach oben weg. Dreh dich ein bisschen auf mit langem Rücken. Atme ein bisschen hier hinein in die rechte Hand groß. Eine große Hand zeigt dir gleichzeitig ein großes Herz.
letzter Schub. Und dann zurück zur Mitte, andere Seite. Rechte Hand so ein bisschen tief, linken Arm öffnen. Schön nach oben weg, als ob du die Decke, den Himmel greifen möchtest. Auch hier vielleicht den Blick mitdrehen, wenn es sich gut anfühlt. Sehr schön, letzter Schub, atme ein. Und ausatmen, wieder tief, komm langsam wieder zurück zur Mitte. Und dann befreie dich, nimm noch eine tiefe Einatmung. Vielleicht streckst du nochmal die Arme lang. Und dann große Vorbeuge tief, streck die Beine, uff, komm raus. Halt einen Moment gegen hier. So ein bisschen tief sinken, vielleicht wieder ein bisschen wippen. Und dann krabbeln wir wieder zurück in unseren herabschauenden Hund. Komm noch in eine schöne letzte Standübung. Hol den rechten Fuß nach vorne, zwischen die Hände. Und dann dreh dich einmal für dich hier mit dem linken Fuß etwas auf. Komm langsam mit dem rechten Bein in die Streckung. Rechte Hand auf das Schienbein, vielleicht etwas höher erstmal unter dem Knie. Linke Hand auf die Hüfte und dann kommen wir ins Dreieck. Linken Arm zur Decke und ziehen uns ein bisschen hier erstmal im Rücken lang. Wir wollen unsere Wirbelsäule über dem rechten Bein haben. Die rechte Hüfte geht gleich zurück. Die linke Hand öffnet. Streck dich nochmal weit hier mit dem Herzen leicht vor. Und schau, dass du im rechten Knie nicht überstreckst. Wenn du ein bisschen flexibler bist, dann fällt man leicht in diese Überstreckung hinein. Eine Mikrobeugung hilft dann, im Muskel zu arbeiten. Gut, atme nochmal ein und dann vor einem Moment streck nochmal über das linke Ohr. So ein bisschen Länge in der linken Flanke nochmal genießen. Gut, und dann langsam von hier, linken Arm wieder zur Decke. Beug das Knie, Hände links auf die Hüfte. Und dann langsam über die starken Beine. Steh auf, wir drehen einmal zur anderen Seite. Rechten Fuß ein, leicht eingedreht, linken Fuß raus, Fersen auf Linie. Komm auch hier mit der linken Hand auf deine Schienbein, auf den Block natürlich gerne mitnehmen. Und dann den rechten Arm zur Decke, auch hier für das Dreieck. Nochmal eine schöne Dehnung in den Beinrückseiten. Fällt dir wahrscheinlich deutlich einfacher als vor 20 Minuten hier ein bisschen Wärme gefunden. Sei dankbar hier für deinen Körper, für die Yoga-Praxis, die dich begleitet. Gut, auch hier nochmal rechten Arm etwas mehr öffnen und dann sachte nochmal über das Ohr strecken. Gestrecktes Dreieck, schau, dass du dabei deine rechte Herzseite ein bisschen aufdrehst. Gut, dann lass dir Zeit, langsam wieder rechten Arm zur Decke. Auch hier beugt das linke Knie leicht. Und dann komm nochmal zurück in die Mitte, stabil in deine Grätsche. Und in der Grätsche dann nochmal in den Horse Stand. Auch wenn es schwierig ist, ein bisschen tiefer können wir nochmal gehen, hier mit dem warmen Körper. Fersen innen, Zehen außen. Und dann setz dich so ein bisschen tief hier hinein. Schau, dass du nicht umkippst, ups, sondern so ein bisschen deine Balance findest. Und dann schieb die Knie schön nach außen weg, spür die inneren Beine ein bisschen arbeiten. Schau, dass du nicht zu breit stehst, dass du nicht hier umfällst. Je flexibler deine Hüfte ist, umso mehr zeigen die Zehen nach außen, vielleicht sogar Richtung 90 Grad. Und dann schieb nochmal etwas mehr in die rechte Seite, schieb so ein bisschen die rechte Schulter vor, Blick nach links. Gut, und dann andere Seite, linke Hand drückt etwas mehr, schau nach rechts. Gut, und dann langsam wieder zur Mitte, sink noch etwas tiefer. Tiefer, Knie nach außen, Rücken lang, Gesäßfetter hinein. Und dann komm langsam raus, kick die Ferse wieder raus. Zehen nach vorne, bring die Hände in den unteren Rücken, in die Kuhle zwischen Steißbein und Brustwirbelsäule. Und dann kommen wir in eine kleine Herzöffnung hier, streck den Rücken erstmal lang, soweit du kannst. Und dann, ohne dass du das Becken zu weit nach vorne schiebst, öffne ein bisschen die Brust, dein Herz. Atme dort ein bisschen hinein in deine Herz-Brust-Seite, das Zentrum unserer Energie. Sehr gut, ein letzter Schub, atme ein, öffne vielleicht dein Herz den Blick etwas mehr. Und dann mit den Händen immer noch am unteren Rücken, neig dich langsam vor, Gesäß nach hinten. Und dann rutschen die Hände wie Regen einmal an den seitlichen Beinen tief
und wir kommen in die Vorbeuge, öffnen schon mal den Grätsche etwas weiter und gehen nochmal einen Moment in die inneren Beine hier. Du kannst gerne die Zehen greifen oder die äußeren Füße. Schau, dass du nochmal ein bisschen länger schaffst, einatmen im unteren Rücken. Und dann sinkst du sanft so ein bisschen vor mit dem Herzen. Wer auch hier flexibel ist, kommt vielleicht mit dem Kopf auf die Matte, aber auch dort bitte dann mit langer Wirbelsäule, dass du dich selber ein bisschen schützt. Denk dran, niemals deine Gesundheit für etwas Visuelles in Gefahr bringen. Lieber achtsam, bewusst und klug auf der Matte mit Weisheit in die Übungen gehen. Sehr schön. Letzter kleiner Schub. Streck nochmal. Vielleicht kommt die Grätsche noch etwas weiter auseinander. Schieb die Hüfte ein bisschen zurück, das Steißbein nach hinten. Sehr gut. Und dann komm langsam wieder etwas mehr in die Länge. Hände nach vorne und das Herz. Und dann wandern wir ganz entspannt zum rechten Fuß nach vorne, bis wir wieder im Sprinter stehen hier. Und nimm noch eine tiefe Einatmung. Und dann steig mit dem rechten Fuß nach hinten. Im Brett atme ein. Geh aus, atme nochmal sachte über das Rollen tief. Genieß nochmal eine Kobra, atme ein. Und Ausatmung, herabschauender Hund. Zurück, der letzte Hund hier nochmal genießen. Warm, geöffnet. Schön jetzt nochmal ein bisschen schieben, treten. Hände groß machen, Finger leicht ausdrehen. Lockeren Blick nach unten. Atme nochmal tief ein. Und dann aus und Knie auf die Matte, tief. Sink hinein in deine kleine entspannte Rundung, nochmal im Kind. Und dann heb den Blick. Komm langsam über den Sitz auf die Matte. Einmal hineinrollen in deine Wirbelsäule. Leichte Massage. Leichte Berührung der Landschaft deines Rückens genießen. Und dann greifen wir nochmal unsere Füße für das Happy Baby, glückliche Kind. Füße, Fersen über den Knien, Hände greifen und drücken dann ein bisschen tief. Spür nochmal die inneren Beine, die Hüfte, ein bisschen Dehnung dort. Ganz leicht nochmal hin und her massieren dabei, aber gehe nochmal ein bisschen gerne mit Druck hinein, wenn es sich gut anfühlt. Sehr schön, letzter Schub und dann Beine wieder beugen, Knie wieder zur Mitte. Halt die Knie fest. Bring dann langsam die Füße auf die Matte. Rechter Knöchel auf dem linken Knie. Für das Nadelöhr, kleine Hüftdehnung nochmal, greif wieder gerne dein linkes Bein, Oberschenkel oder Schienbein. Heb leicht dein Herz, sodass du nochmal für den Nacken ein bisschen Entlastung findest. Und dann drück ein bisschen das Knie rechts von dir weg, flex den rechten Fuß. Vielleicht kannst du dann den Kopf ablegen, nochmal zwei, drei tiefe Atemzüge in deine rechte Hüfte, in diesen Hüftbereich, Gesäßseite hineinleiten. Sehr gut. Und dann bleib wie du bist, linken Fuß aufstellen, löse die Hände, bring einfach das rechte über das linke Bein, die Oberschenkel, so ein bisschen Hebel finden, Arme nach außen und dann genieß einen kleinen Twist nochmal hier, dreh dich nochmal auseinander mit den verbundenen Beinen nach links, mit dem rechten Arm schwer rechts nochmal den Blick folgen lassen. Tief in die rechte Seite nochmal atmen. Letzter kleiner Schub. Und dann komm wieder zur Mitte. Komm wieder zum Sitzen. Zum Stehen mit den Füßen. Und dann bring den linken Knöchel auf deinen rechten Oberschenkel. Greife auch hier nochmal gerne dich fürs Nadelöhr ein bisschen hinein. Linke Hüftseite nochmal dehnen. Gerne den Kopf dann wieder absetzen. Flex den Fuß, ganz wichtig. Auch hier nicht verkrampfen, man kann auch alles immer ein bisschen zu viel machen. Passt die Intensität immer für dich an.
den Weg allein für dich selber so ein bisschen suchen, finden, ausprobieren. Gut, auch hier nochmal schieben, drücken. Und dann löse den rechten Fuß auf die Matte, Arme zur Seite, schlag den linken auf den rechten Oberschenkel, kipp nach rechts in die kleine Drehung. Blick folgt dem linken Arm gern zur Seite. Und genieße auch hier nochmal eine kleine Drehung. So wichtig, die Wirbelsäule nochmal, den unteren Rücken damit zu aktivieren, anzusprechen. Und letzter kleiner Schub. Und dann wieder zur Mitte. Auch hier wieder rausdrehen. Komm nochmal mit den Füßen nebeneinander. Und dann kommst du nochmal in die kleine Herzöffnung in meinen Stunden. Immer als Gegenbewegung zum Twist. In die kleine Brücke. Fang an, die Arme an den Seiten. Und dann schieb dich so ein bisschen raus. Schieb die Schultern leicht zusammen. Die Fersen ein bisschen näher. Unter die Knie noch weiter. Und dann drückst du ein bisschen nochmal den Brustkorb nach hinten zur Nase. Vielleicht kommst du auf die Zehen, wenn du etwas mehr Raum brauchst. Genieß noch einen letzten Schub. Und dann ausatmen, roll dich langsam wieder tief ab. Wirbel für Wirbel für Wirbel. Ah, Knie greifen, roll dich nochmal hoch. Nochmal die kleine Gegenbewegung hier. Sehr gut, und dann für einen Moment lassen wir alles auseinandergleiten, strecken die Beine, strecken die Arme. Nochmal im kurzen Moment des Shavasanas, der Endentspannung, der Ruhephase, nochmal Augen schließen, kurz innehalten, die Gedanken nochmal einfach durch deinen Körper, durch deinen Kopf gehen und kommen und verfliegen lassen. Augen sanft geschlossen. Lass dich nochmal kurz hier entspannt fallen. Und dann sanft noch ein bisschen wieder bewegen, Hände greifen, Füße kreisen, tiefer atmen. Und dann komm nochmal den Füßen zusammen, steck die Arme nochmal nach hinten, lang nochmal hier diese Gliedmaßen auseinander schieben. Und dann komm wieder mit den Armen vor, beug die Knie. Komm nochmal in die kleine Rundung gern hinein und dann entweder über deine Seite oder mit etwas Schwung setz dich auf die Matte. Wie du die Stunde begonnen hast, nochmal in deinen Sitz, komm hoch. Kurz nochmal diesen Augenblick in Ruhe und Stille sitzend hier mit geschlossenen Augen, Hände vor dem Herzen, Namaste, wahrnehmen. Nimm wahr, wie gut du dich fühlst, friedlich, entspannt. Wenn nur ein paar kleine Bewegungen dir geholfen hier mit so kurzer Zeit, so viel, was wir erreicht haben. Und nimm diesen Gedanken mit, wenn es dir mal schwerfällt, vielleicht auf die Matte zu gehen oder vielleicht dich nochmal zu bewegen. Denk dran, alles, was du tust auf deiner Yogamatte, hilft dir auch im Alltag, im Rest deines Lebens. Atme nochmal tief ein, mach dich lang zur Decke. Atme aus zur Stirn für die klaren Gedanken, zum Kinn zum Mund für die wahren und ehrlichen Worte und zum Herzen für ganz viel Kraft und ganz viel Energie. Verneige dich. Namaste. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, diese kleine Mobility-Stunde hat dir gut getan und dir ein bisschen geholfen und dich auf andere Gedanken gebracht, wenn dein Tag vielleicht nicht ganz so gut war bisher. Deswegen denk dran, immer auf der Yogamatte, danach geht es dir auf jeden Fall besser. So geht es mir auf jeden Fall.
Lass gerne einen Daumen hoch hier oder vielleicht abonnierst du sogar den Channel, wenn es dir sehr gut gefallen hat. Ich habe ja noch viele andere Stunden im Angebot. Und wenn du mich noch ein bisschen unterstützen möchtest bei Patreon, schau gerne auf den Link unter dem Video mit einem monatlichen kleinen Beitrag. Da freue ich mich natürlich auch. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mach diese Stunde gern öfters in der Woche. Nimm dir diese paar Minuten Zeit und dann bis zum nächsten Mal. Namaste.